Jo Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Unser vermisstes Schwein ist wieder aufgetaucht, hat sich hinterm Stein hier versteckt und ich hab's nicht gesehen. So, aber wir haben's wiedergefunden. So, und es ist hungrig. Das verdammte Vieh ist hungrig. So, dann schmeißen wir ihm halt mal was hier zu futtern hin. Da, hol's dir. Hol's dir. Hier, nimm. Nimm Essen. So, sehr gut. Ja, das große Problem ist, bist du jetzt satt? Ja, jetzt fröhlich. Das große Problem ist, mir wurde in den Kommentaren geschrieben, wir können das Schwein nicht einfach so nach Hause schaffen, dass es uns folgt oder so. Nee, wir müssen es hier schieben. Also hart von, ihr wisst schon, nehmen, um das Tier heimzubekommen. Und ja, wir haben einen ziemlich weiten Weg bis nach Hause, von daher dürfte sich das jetzt hier einen kleinen Moment ziehen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns daheim wieder. So circa 2 Stunden. Ach komm, lauf nicht in die andere Richtung. Ich habe da jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Warum willst du also in die andere Richtung laufen? Dummer Harry. Dummer Harry. Nee, nicht wieder da lang. Hier, nein. Wie soll ich denn so vorwärts kommen? Jetzt bleib mir da hier im Busch hängen. Jetzt lauf in die richtige Richtung. Genau, da lang, hier lang, weiter. Immer schön geradeaus. So, komm. Vorwärts. Jetzt hier, go. So, Freunde, nach allerlei Fluchereien und immer noch will's nicht. Warum? Nach allerlei Fluchereien haben wir es fast geschafft, aber es ist halt störrig wie Sau, das dumme Vieh. So, und jetzt wird's natürlich auch Nacht und wir sehen hier nicht mehr viel. Och, komm schon. Das ist echt das letzte Schwein, was ich aus in so weiter Entfernung hier mir zähme. Es ist nervig. Nervig ohne Ende. So, und ja, wir haben jetzt hier gleich dunkel. Ich weiß noch nicht mal, wie ich jetzt hier ein Gehege gleich baue, ohne dass das Vieh wieder bis nach Bagdad Süd durchbrennt. Oh, Mann. Es ist nicht einfach. Wenn jemand irgendeinen Tipp hat, irgendeinen Kommentar, wie man das Schwein am besten hier lotst, ohne dass es immer wieder in die andere Richtung laufen will, schreibt mir das gerne. Bitte, helft mir. Ansonsten sehe ich das mit der Schweinezucht hier sehr schwierig auf Dauer. Oh Mann, kommt schon. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin kurz davor, das Vieh anzuzünden. So, jetzt hier, komm mit. Das Schlimme ist, wenn ich es jetzt hier habe und ein Gehege baue, wird es wahrscheinlich sich wieder irgendwo anders dahin verpissen in der Zeit. So. Aber es ist schon mal am Haus. Das ist ein Vorteil. So, jetzt hier schnell den Bauhammer. Oh ne, was war das? Was war das? Nichts Gutes, glaube ich. So, wir sehen halt nichts, verdammt. Okay, Leute, es bringt nichts. Auch wenn das Schwein jetzt eventuell vielleicht abhaut oder stirbt. Aber im Dunkeln hier irgendwas zu machen, ist extrem kacke. Ich werde jetzt hier erstmal eine Runde pennen. So, man muss Prioritäten setzen in diesem Spiel. Denn, ja, es ist so nervig, Leute. So, dann werden wir jetzt gleich hier erstmal schnell ein Gehege bauen und das Vieh dann irgendwie versuchen, da einzusperren, wenn wir es nochmal wiederfinden, wenn es nicht tot ist. So, wir befinden uns aktuell bei Tag 18. So, wir haben halt hier kaum freie Fläche, doch hier so ein bisschen. Dann würde ich mal gucken, ob er... Ah, ich sehe halt nichts. Wir müssen immer noch warten. So, und danach halt das Schwein wiederfinden, denn es ist halt auch nicht auf der Map markiert oder so. Und so motiviert, wie das hier die ganze Zeit weggelaufen ist. Keine Ahnung, wie schnell das jetzt hier wegkommt. Aber, ja, wir warten kurz ab, Leute. So, wir sehen so halb irgendwas. Ich beginne jetzt einfach mal hier mit dem Bau. Perfektes Timing für die Fackel. So, hier einmal. Snappt das hier nicht irgendwie an? Nee, wohl eher nicht, oder? Aber egal. So, dann machen wir hier nochmal eins dran. Da. Und hier. So. Ist eigentlich scheißegal, wie wir es drehen, oder? So, hier einmal.
Da eins dran. Hier nochmal. So, zack. Und zack. Und jetzt müsste ich eigentlich hier irgendwie... Ein Tor. Wie kriegen wir denn ein Tor hier hin? Keine Ahnung. Aber jetzt erstmal halt das Schwein wiederfinden. So. Wenn ich es wiederfinde, baue ich es halt einfach irgendwie ein. So, die Frage ist halt, wo ist es hin? Ich glaube, das wollte ja die ganze Zeit straight wieder in die andere Richtung. So, ich muss erstmal wieder was futtern für die Stamina. Es wollte ja straight wieder dahin, wo wir es gezähmt haben im Prinzip. Also müsste es ja eigentlich hier irgendwo sein. Ey, das finden wir doch jetzt nie wieder. Hier in diesem dichten Wald. Wenn es ja wenigstens eine Kartenmarkierung hätte oder sowas. Da kommt ein Gegner. Ja, wenn das Schwein hier in die Nähe von dem Gegner gelaufen ist, ist es eh verängstigt und rennt hier kreuz und quer durch die Gegend. Dann werden wir es erst recht nicht mehr wiederfinden. Hier, Pilz nehmen wir halt nochmal mit, wenn wir schon einen haben. Wie weit bist du jetzt hier gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe halt keine Ahnung, ob sich das jetzt hier wirklich lohnt, das Schwein nochmal zu suchen. Oder ob wir es verloren haben, jetzt endgültig. Ich suche nochmal ganz kurz alleine für mich weiter. Leute, ich glaube, wir haben es. Kann das sein, dass es das hier oben ist? Nee, ist einfach nur irgendein Wildschwein. So, ja, dann scheiß drauf. Komm, wir ziehen es mit. Dann zählen wir das hier direkt in der Base. So. Dann haben wir wenigstens eins. So, komm mit. Du nicht. Du stirbst. So, Wildschwein soll mitkommen. So, dann nehmen wir halt einfach das nächstbeste. Wir nehmen, was wir kriegen können, oder? So, hier, komm. Genau, greif mich mal an. So, komm her. Immer schön mir folgen. Hier, komm, da bin ich. So, genau. Immer weiter. Da vorne ist das Gehege schon. Hier, hallo, hallo, hallo. Hier. Au. Das sieht ein bisschen kacke aus. Au. Du sollst dich verbissen. So, wo ist denn das Schwein jetzt hin? Hier bauen? Nee, halt, warte mal. Hier, her, nee, da. Sehr gut. Jetzt haben wir es wieder. So. Sieht zwar hart scheiße aus, aber immerhin. Aber wo ist das Schwein? Hat keinen Bock mehr auf uns gehabt. Es ist halt hier auch verdammt dunkel, dicht und schwer irgendwas zu erkennen. Da hieß es. Hieß es. So, komm. Harry Nummer 2. Folgt mir einfach mal hier schön in den Käfig. So, hier, hier, da geht's rein. Nein, nicht aufs Schwein. Mist. Wir haben echt kein Glück mit dem Schweinezähmen hier. So, dahin ist der nächste Gegner. Oh, das ist einer mit grünen Augen. Der sieht ein bisschen krasser aus. Krautzwergenschamane. Oh, shit. Warte mal. Oh, jetzt werden wir hier überrannt. Alter, wir kriegen... Ach, scheiße, wir haben hier wieder so einen komischen Raid. Oder sowas. Mist. Du
Shit. Leute, wir... Oh nein, wir stecken hier gerade voll ein. Verdammt! Und das vor unserer Base. Mist. Oh, diese Folge ist so... Scheiße. Wann werden wir jetzt von so Viechern hier geraidet? Von so großen. Ey, wir müssen uns echt drauf einstellen, hier jetzt erstmal uns eine neue Base demnächst zu bauen und die halt auch konsequent gut abzusichern. So, Gegenstände geborgen. Dann hier jetzt schnell alles anziehen. So, und schnell weg. Aber wir ziehen uns an. Wir können nicht schnell weg. So, doch jetzt ein bisschen. So, hier, das hier anziehen. Aber wir kriegen zu viel Schaden auf einen Schlag. Mist. So, komm. Dann hier auf die Weise. So, wir machen mal hier den Buff an. Und... Jo, jetzt hier schnell nochmal anziehen. Sehr gut. Mist! Weg! Wenn wir wenigstens mal einen treffen würden. Shit. So, oh nee, sie attackieren meine Base. Der da, der ist fast tot. So, einer ist schon mal weg. Perfekt. So, da hinten den Außenseiter. Noch einer weg. Okay, unser Leben ist halt etwas gerade am struggeln. Ich versuche mal hier oben mich zu schützen. So, dann ist hier voll auf den Schaman. So, sehr gut, der ist weg. So, dann hier oben. Ha, nein, Mist. Gut, dann drauf. Oh nein, nur noch... Ah, verdammt. Es hätte fast geklappt. Shit. So, ich hoffe, die haben unsere Base noch nicht kaputt gemacht oder sowas. Oh, Leute, drückt mir die Daumen. Erst den Stress mit dem Schwein und jetzt das, ja? Also irgendwas muss ja klappen in der Folge. Wir können ja jetzt hier nicht nur abkacken. Aber ich glaube, der Raid ist vorbei. So, trotzdem sind hier noch ein paar Gegner am Start. So, ich ziehe mich schnell an. Diesmal komplett. Oh, da kommt er. Mist, jetzt hängt's. So, jetzt nicht mehr. So, du kriegst Berserker. Du kriegst jetzt aufs Maul. Mist. So, sehr gut. Oh, perfekt. Dieses Blocken ist schon, also dieses Parieren ist schon echt Gold wert. So, was ist kaputt gegangen? Was steht noch? Na, kaputt gegangen ist, glaube ich, nix. Das kam mir halt jetzt auch übelst überraschend gerade. Krautzwergen-Trophäe. Shit, wir tragen wieder zu viel. Muss ich ein bisschen was schnell hier lassen. Das kann hier bleiben. Was haben wir denn noch hier? Das Zeug bleibt hier. Holz. Da haben wir noch mehr Holz. Hartes Geweih. Ja, hartes Geweih und die ganzen Trophäen. So, aber, ja, Leute. Die stressige Zeit ist vorbei. Wir gucken jetzt einfach mal hier in unserer Werkbank, was wir eventuell jetzt hier neu bauen können. Geweihspitzhacke. Mit diesem mächtigen Werkzeug können selbst die stärksten Felsen gebrochen werden. Jawohl, dann, machen wir das doch mal. Hier, Geweihspitzhacke. Sehr gut. Dann haben wir schon mal unser erstes neues Ding fertig. Hirschfellumhang ist der, den wir, glaube ich, eh schon hatten. Hier Sprecher, Feuersteinspeer. Okay, mehr können wir eigentlich jetzt aktuell gar nicht bauen, so wie es aussieht. Aber... So, warte mal. Gewicht, Haltbarkeit 100, Instanzsetzung, Stechen und hier
schlitzen. Ja gut, mit der Axt machen wir aktuell mehr Schaden. So, tausche ich mal gegen den Bauhammer. Wobei, den Bauhammer bräuchten wir eigentlich auch. Also hier können wir, so wie es aussieht, jetzt aktuell noch nicht so viel mehr besser machen. Außer, dass wir halt jetzt Steinsachen kloppen können. Was war denn das? Die Krähe. Was hat die zu sagen? So, du hast eine Spitzhacke hergestellt. Der Düsterwald ist äußerst reich an Materialien. Sein Boden birgt Kupfer und am Strand des Ozeans findest du Zinnvorkommen. Und nur geh und beanspruche die Rohstoffe der Erde für deine Zwecke. Ja, hab ich vor, aber wahrscheinlich nicht mehr in der Folge. Das war mir jetzt hier alles etwas zu stressig. So, aber wir wollten ja nochmal gucken hier mit unserem Hammer. Also, Kernholz. Stoß. Wir können Stöße bauen. Wir können Floß bauen. Hier können wir noch nichts mehr dazu bauen. Hier auch noch nicht. Bei Möbel ein Schild, Läufer, Hirsch, Fackel und eine Holzbank. Das war's. Okay, da müssen wir wahrscheinlich erstmal unsere ganzen Materialien neu craften. Die neuen Materialien hier farmen, die wir jetzt durch unsere neue Spitzhacke erwerben können. So, aber das, Leute, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen soweit. Ich hoffe, ja, der kleine stressige Ausflug mit dem Schwein und danach der Raid hier haben euch Spaß gemacht. Mir irgendwie schon, obwohl es stressig war, aber war schon cool. Gerade halt die Überraschung, wenn man nicht dran denkt, wenn man nichts Böses denkt und so. Dann sowas. War mega cool. Mich hat's gefreut. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht sogar ein Abo. Das wäre super cool von euch und würde mich mega unterstützen. Und dann bis zur nächsten Folge Valheim. Euer CrispyDex. Haut rein!